12 Tage, 100 Kilometer. Drogenschmuggler, Goldwäscher, Menschenhändler, tödliche Gifttiere, Krokodile und Raubkatzen. Willkommen im gefährlichsten Dschungel der Welt. Wir sind gerade auf dem Boot mit dem Darien Gap. Wir fahren immer tiefer rein. Insgesamt 3 Stunden Bootsfahrt stehen vor uns. Wir werden mitten im Dschungel ausgesetzt. Es wird geil. Wir haben unser Ziel erreicht. Da ist ein Zwischenstopp. So, wir sind jetzt da an der ersten Siedlung. Hier werden wir die erste Nacht verbringen. Die Hängematte hängt endlich. Für mich ist jetzt also der Zeitpunkt gekommen, an dem ich so ein bisschen rumlaufen kann, ein bisschen die Umgebung erkunden. Ihr merkt, ich bin schon ein bisschen in den Dschungel reingegangen. Ich möchte euch mal kurz abholen, was ist denn bis jetzt eigentlich alles passiert? Wir sind 6.30 Uhr aufgestanden, haben uns dann in den Bus begeben und sind von dort hin zu besagtem Fluss gefahren. Wir sind also 2,5 Stunden mit dem Boot gefahren, war eine richtig, richtig geile Bootsfahrt und tatsächlich haben wir entlang von dieser Küste auch ein Krokodil gesehen. 3, 4, 5 Meter entfernt. Leider war das Boot relativ schnell und nicht zu langsam mit der Kamera. Krokodil hatte eine Länge von ungefähr 2 Metern. Ich nehme jetzt ein bisschen Zeit und wandere mal so ein bisschen durchs Dorf. Hola! Es ist wirklich so ein bisschen, hat was von Papua, ne? Alles so ein bisschen simpler. Keine große Infrastruktur. Da unten ist der Fluss, von dem wir gekommen sind. Boah, sieht halt einfach Bombe aus, ne? Boah, mit dem Mond da hinten. Guckt euch mal das an. Wie krass ist das denn bitte? Das ist ein einziger riesiger Kaktus. Da oben ist alles voll mit Vögeln. Ich habe keine Ahnung, was für welche, aber die sehen echt wunderschön aus. Wir haben heute übrigens eine richtig chillige Ablage, aber ich weiß nicht, ob die morgen auch wieder gegeben sein wird oder in den nächsten 11 Tagen. Mal schauen, ich muss da irgendwie kreativ werden. Wir kümmern uns gerade darum, dass die GoPro-Akkus morgen voll sind. Wir haben also den Einheimischen hier unsere GoPro-Akkus in die Hand gedrückt. Hört ihr das im Hintergrund? Ich habe kein Wort, was er sagt, aber was sagt er denn da, Katja? Das ist Gottesdienst. Das hört sich an wie irgendwie so eine politische Bewegung. Abend ist eingebrochen. Wir liegen in der Hängematte. Ihr seht's, oh, ich hab so ein richtig geiles Kissen, ne? Das ist es. Da fühlt man sich einfach wohl. Das sind so die kleinen Luxussachen, die man braucht im Dschungel. Ja, morgen geht's weiter. 3.40 Uhr, 3.30 Uhr sollen wir schon aufstehen und dann geht's irgendwie um 4.30 Uhr los. Ich hoffe, das ist die letzte Rückmeldung und es gewittert jetzt nicht noch ewig krass. Im Hintergrund blitzt es schon die ganze Zeit. In dem Sinne, gute Nacht. Guten Morgen, wir haben die Nacht hinter uns gebracht, es waren ca. 22 Grad, also ein bisschen kalt, ein bisschen frisch, nur mit einem Liner, trotzdem, war angenehm, es war nicht zu hell, es war nicht zu laut, es war einfach gut, war eine solide Nacht, kann mich nicht beschweren, ich hoffe die nächsten Nächte werden genauso, für uns geht es jetzt gleich weiter zum Frühstück und dann weiter zum ersten Etappenziel, nee, zum richtigen Etappenstart, das hier ist ja nur ein Zwischenziel. Was haben wir da? Kaffee, in den ich aus Versehen Salz reingekippt habe. Langosch oder gefrittierter Teig und ein hart gekochtes Ei. Es ist 5 Uhr morgens, wir sind mitten auf dem Fluss unterwegs. Es ist stockdüster um uns rum. Trotzdem sieht man natürlich die Umrisse und es sieht so geil aus, sage ich euch, wirklich. Man hört überall noch Geräusche. In ungefähr einer Stunde geht die Sonne auf. Bis dahin sollten wir auch in unserem Ziel ankommen. Von dort aus geht es dann weiter in die Tiefen des Dschungels und wir machen die erste 12 bis 13 Kilometer lange Etappe. Von dort aus geht es dann rein in den tiefen Dschungel. Genau vor uns, 20, 30 Meter, ist gerade einfach ein Baum, so 30 Meter hoch ungefähr, einfach ins Wasser geplumpst. Der stand direkt an Wassernähe. Wäre der 2, 3 Sekunden später umgefallen, hätten wir nicht mal ausweichen können und wären ins Matsche. Ist so krass. Im Dschungel will ich alles umbringen. Thank you.
Wir sind jetzt endlich an der Siedlung angekommen. Es geht für uns rein in den Dschungel. Wir werden gerade noch so ein bisschen gebrieft. Ein bisschen wird uns erzählt, auf was wir Acht geben müssen. Denn ihr habt es vorhin schon gehört. Uns hat fast ein Baum erschlagen. Und es war jetzt nicht irgendwie, ja komm, 500 Meter weiter, sondern wirklich wenige Sekunden haben den Unterschied zwischen Leben und Tod gemacht. Und das Boot vor uns hat es sehr, sehr knapp nicht erwischt. Es war krass. Also wirklich, es hat nochmal ein bisschen Demut in die ganze Geschichte gebracht und einem nochmal erinnern lassen, dass es hier jeden Moment vorbei sein kann. Also ich muss sagen, mit so einem 17 Kilo Rucksack, 17, 20 Kilo habe ich circa, und ich bin sehr leicht unterwegs. Ich glaube, ich hätte ohne Kameraequipment 12, vielleicht 13, wäre deutlich einfacher. Aber mit 17 Kilogramm läuft sie schon recht schwer. Die ersten Meter müssen sich jetzt erstmal eingrooven. Aber ich bin zuversichtlich. Es ist so die Grenze noch, wo ich sage, okay, es ist eigentlich ein geiles Gewicht. Herausfordernd, aber machbar. Oh yeah. Da geht's los. So. Ich habe zwei Probleme mit der aktuellen Tour. Problem 1, hier sind die ganze Zeit so übelst geile Pflanzen. Man hat einfach so das Bedürfnis, mal kurz zu gucken. Wisst ihr, was ich meine? Einfach mal kurz gucken, was ist denn das? Und gleichzeitig sind wir meines Erachtens nach, ja, keine Ahnung, der Speed. Ich bin halt gerne schnell im Dschungel unterwegs, dass ich mir halt es zeitlich erlauben kann, auch mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen für Fotos, Videos und sowas. Ich bin nicht in meinem Rhythmus. Ich muss da reinkommen. Ich laufe jetzt direkt hinter dem Porter hinterher. Der hat einen relativ guten Speed drauf. Mal schauen, ob ich da langfristig mich anhängen kann. Was ihr da gerade gesehen habt, das waren Vogelnester. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das hat ausgesehen wie irgendwas Spezielles, aber einfach extrem schön anzugucken. Unglaublich schön. Könnte was Richtung Philodendron sein. Kennt ihr vielleicht als Zimmerpflanze? Habt ihr vielleicht sogar zu Hause, ohne dass ihr es wisst? Nicht die Art, aber was Ähnliches. Okay, Skorpion. Einmal hier. Kleiner Stachel, große Zange. Könnte mindergiftig sein, muss aber nicht. Wir wurden gerade von Einheimischen überholt. Das sind anscheinend laut unserem Guide Goldgräber. Einfach hier so casual suchen die im Wald nach Gold. Ultra interessant, habe ich nicht gewusst, dass es das hier gibt. Aber Goldgräber, Drogenschmuggler, alles im Start. Und Influencer. Boah. Sieht das geil aus. Wir sind hier gerade mitten im Schlamm versunken, als auf einmal ein Schrei von vorne kam. Und da sind überall in der Baumkrone kleine Äffchen gewesen. Wir sind jetzt seit ungefähr vier Stunden, schätze ich mal, unterwegs. Ist eigentlich ganz angenehm. Also Tieflandregenwald, es geht ein bisschen bergauf, bergab, aber es ist okay. Wir sind bei der ersten Flussüberquerung. Ich habe jetzt irgendwie so einen reißerischen Fluss erwartet und jetzt ist es halt im Endeffekt. Ja, ein kleines Bächle, ne? Also nicht allzu schwierig. So, da gehen wir durch, machen die Schuhe sauber. Ah. Scheiße. Unser Guide hat gerade gesagt, wir sollen hier nicht durchgehen. Er geht dadurch komplett eingesunken. Ich bin extra trotzdem rechts rumgegangen, weil ich schon gesehen habe, dass es da irgendwie ein bisschen fester aussieht. Kurze Anmerkung zu vorher nochmal. Das war alles Fun and Games, als der eine Tourteilnehmer gefallen ist. 2 Sekunden später ist eine Teilnehmerin auch gefallen und hat sich tatsächlich das Schultergelenk ausgekugelt. War nicht ganz so witzig. Ich habe ihr dann einen Dreiecksverband umgelegt. Jetzt hoffen wir, dass sie die weitere Tour noch schafft. Das ist crazy. Das geht so schnell, dass hier irgendwas schief läuft. Du trittst irgendwo falsch hin, du bist unaufmerksam und dann passiert es halt einfach ganz schnell. Genauso wie jetzt. Oh. Wichtig ist halt, dass man sich in so Situationen, wenn man ausrutscht, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass man irgendwie weiß, wie man sich gut abfängt oder präventiv ein bisschen Rutscharbeit leistet. Ihr merkt, ich bin jetzt gerade am Reden und am Filmen und schon rutsche ich zweimal aus. Wir sind am nächsten Fluss angekommen. Der ist ein bisschen größer. Oh, geil. Oh. So, wir sind jetzt auf der anderen Flussseite. Es wird immer anstrengender. Aber ist geil. Die Luft drückt
Knie fangen an sich zu beschweren. Und was ist denn das? Seht ihr das? Warum ist hier alles schwarz? Ist das von irgendeiner Frucht oder so? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall crazy aus. Schmeckt gewöhnungsbedürftig. Aber ist okay. Ist ein richtig geiler Snack für Power. Kohlenhydrate kurzkettig, langkettig und Proteine. Alles drin. Das Wasser ist so verunreinigt, weil weiter oben am Fluss Goldgräber am Berg sind. Die wälzen das Wasser natürlich um mit ihren Anlagen. Deswegen ist hier alles verschmutzt. Ja. Aber ganz krass, wenn man die Hintergrundinformationen hat, ne? Totenkopfschwärmer. Das hier ist, glaube ich, auch ein Tabakschwärmer. Das ist irgendwie so eine Familie. Weltweit vertreten. Eine andere Art, aber sind krass zu sehen jedes Mal. So die Totenkopfschwärmer, die sehen halt einfach krass aus. Wir haben hier eine kleine Vogelspinne. Ein Baby. Ein süßes kleines Baby. Oh. Ja, das ist ultra. Brauchen wir den ganzen Schmetterling, ne? Krass. Das mit den Schmetterlingen gerade war so magisch, wie die da sitzen und irgendwas trinken, essen, ich weiß es gar nicht. Komplett verrückt, wirklich. Was wir hier gerade machen, ist jenseits von Gut und Böse. Richtig anstrengend. Und genau deswegen haben es halt wenige Leute vor uns auch gesehen. Die Leute, die Einheimischen vor Ort, die sagen alle, wir sind verrückt, dass wir das machen. Aber genau darum geht's. Einfach mal aus seiner Komfortzone rauskommen und was Geiles machen. Und das hier, das ist die Definition von geil. Danke an Wandermut, was ihr hier möglich macht. Das ist geisteskrank. Da ist einfach jemand hochgeklettert. Alter, da ist ein 10-jähriger Junge oben. Was ist das denn? Das sind 10 Meter. 10 Meter hohe Palme. Hätte ich auch geschafft. Ganz entspannt wäre ich da hochgeklettert. Aber ich möchte nicht, wie er einfach da oben in den Palmen drin sitzt. Krass. Das sind Blattschneiderameisen. Blattschneiderameisen schneiden die Blätter ab, gehen zurück zu ihrem Baum und dort züchten sie, wie so ein kleiner Gärtner, einen Pilz. Und von dem Pilz ernähren sie sich dann schlussendlich. Komplett faszinierend. Das ist so eine Symbiose und ey, ich weiß nicht, ob man sieht, aber die haben so eine richtige Schleise hier reingeschlagen. Ne? Krank, krank. Auch, dass es sowas gibt. Ameisen, die einen Pilz füttern, um sich vom Pilz zu ernähren. Hier wachsen auch überall wunderschöne Philodendren. Geile Pflanze. Alle richtigen Pflanzen-Nerds gerade unter euch wissen, was Philodendren sind. Und die wissen auch, dass solche Pflanzen extrem begehrt sind. Es gibt einen extremen Schwarzmarkt bei sowas. Besonders aus Panama, Kolumbien, Ecuador. Länder, wo eigentlich nichts rauslassen. Alright. Ich glaube, man sieht schon an der Uhr. Ja, sieht man's. Wir haben uns verlaufen. Wir müssen jetzt also nochmal zurück, um den richtigen Weg zu finden. Das ist erfahrungsgemäß aber nicht ganz so einfach, wenn man den Weg einmal verloren hat. Bin gespannt.